Der absolute Beginn beginnt. Das Waschern aus Stolperfans und du bist vor an die Apollo zu Eurodance. Das Partystimmung bei ganz einer nur Brandstimmung. Und dann aus dem Horn die dort schwerfende Tantus. Oh nein, Deutsch an den Dunkeln ist die Selbstverpackung Giga. Die Tüte mit Videos voller Sex und Akkulela. Eine Menge flach, Männer, ein paar Waffen, Fachblätter. Spieß und seine Handfeuer, Lage mit Verbundenen. Und jetzt gehen wir dahin, wo das alles angefangen hat. Unser erster Auftritt, ich weiß nicht, ich glaube 23. oder 22. November 91. Da hat sich dann die erste Absolute Beginners Formation halt draus ergeben. Es waren dann, genau, es waren Eisfeld, Dennis, ich, dann einer, der Mirko hieß. Und einer, der Nabil hieß, noch ein Kollege von Dennis. Aber das Ding, das war damals schon da, diese schöne, hübsche... Ach nee, da ist es. Da ist das, Jörn, genau. Hier war die Kasse. Ich glaube, so 1.000, 2.000 Leute waren da damals, war halt noch nicht so groß. Und da bei dem ersten Auftritt im Kulturhaus Heppendorf sind wir schon das erste Mal DJ Matt über den Weg gelaufen. Völlig ungefragt, auf einmal war da irgend so ein Typ am Mischpult irgendwie. Er hat da so dran rumgedreht und so und meinte dann zwischen den Liedern so und so, hier muss noch und da muss noch und so. Und das war dann so schon die erste Begegnung mit dem. Die Bühne war da, die Bühne war hier rechts. Das ist größer. Ich guck uns das mal an hier. Ja. Guten Abend. Moin. Also, wenn ihr mal kurz sehen wollt. Das war die Bühne. Das, da. Genau da haben wir gerappt. Es gibt so eine Hamburger Oldschool-Bass, die ist halt, also das ist so nicht wir, sondern noch Leute davor, das sind quasi die Torches von Hamburg sozusagen. Leute wie Sonny T. Kualu aus der Seilerstraße, Leute wie Skinner, Schwabbel, Leute wie Miro und auch die Hamburg RTA-Writer. Die haben sich halt auch alle mit deutschen, anderen deutschen Städten und beziehungsweise anderen Writern connected. Und dadurch hat sich dann so ein Netz gebildet, dass halt auch hier irgendwelche Leute aus München waren oder Hamburger nach Köln gefahren sind. Die Szene hat sich im Freizeitheim eher abgespielt, kleine Hip-Hop-Jams, gab auch größere Veranstaltungen, die waren eher selten natürlich. Und ja, das Ganze war halt damals sehr regional, Platten hat keiner so richtig gemacht, es gab so ein paar pseudo-kommerzielle Versuche, die aber alle in die Hose gegangen sind, die haben noch alle auf Englisch gerappt damals. Es gab schon Leute, die gerappt haben, viele, aber es gab sehr wenige, die auf Deutsch gerappt haben. Also ich weiß noch, als ich auf die Jams gefahren bin nach Hamburg, da war niemand auf Deutsch. Im Gegenteil, ich war dann total der bunte Hund. Wo ist Hamburg? Yeah! Wo ist Hamburg? Yeah! Wir haben heute hier die ABs im Haus, wisst ihr das? Yeah! Kennt ihr die ABs? Yeah! Absolut Beginners! Yeah! Eigentlich war es so, ich war DJ und so ein bisschen Beats machen so mäßig. Und Dennis und Marlin waren die Rapper und die haben auf Englisch gerappt. Und ich habe halt gesagt, ich will nicht Englisch rappen, ich finde das doof, deshalb mache ich die Mucke oder Scratch oder so. Und dann kam das Torch-Demo und dann war alles anders. Und dann, oh, es geht auf Deutsch und check mal hier. Und dann alle gehört und, boah, ja, ist ja derbe. Meine Stimme ist klar, deine ist heiser. Und bin ich mal heiser, nehme ich der Panzerpfeifen Kräuteröl. Ich nehme einen Schluck und räusper mich einmal. Was Rap eigentlich ausmacht, das haben wir damals alles noch nicht gecheckt, ey. Und wenn du dann aufs erste Mal jemand sagen hörst, die Pudelmütze ist meine Krone, dann... Die Pudelmütze. Ist meine Krone. Auf einmal schnallst du so Sachen, was du im Englischen nie geschnallt hast. Da hast du einfach nur Public Enemy gehabt und hast gesagt, wow, das ist einfach nur Energie und Power so. Aber du hast nie Wortwitz oder so eine Sachen da raushören können. Wo ist Hamburg? Wo ist Hamburg? Ich fange an, meine Freestyle-Text, Hallo, seid ihr im Haus, seid ihr im Haus, ich hoffe, ich hab's.
haben wir, wie gesagt, angefangen, die anderen Sachen auf Deutsch zu übersetzen. Also sowas wie Großdeutsche Haarrasur von unserer ersten EP Godding. Hieß halt Feuer, Faschistic Horror. Ich habe das erste Mal von den Beginnern gehört auf einem Tape, was ich in einem Plattenladen bekommen habe. Da war keine drauf. In der Demo-Version und in einer total schergeligen Version. Und dir ist klar, das Opfer bist du. An dir wird das anderen Trieb ausleben. Der Gesichter zu zeigen, der hat kein Honigkuh. Und du weißt, du darfst sie jetzt auf keinen Fall bewegen. Denn die Hand wieder auf Wumme gezogen und du. Wir haben mit dem Sampler halt immer einen Takt auf die Taste gedrückt. Dann wieder einen Takt auf die Taste gedrückt und wieder. So haben wir die Loops da eingespielt, das mit Tapes kopiert, das war halt das Schlimmste. Aber alle hat halt irgendwie gehört, dass da was geht, dass da so ein paar kleine Kinder sind, die irgendwie abrocken. Die waren wild und fresh, um das mal so ein altes Wort zu verwenden. Damals kam ja dieser Krautz with Attitude Sampler raus und alle war derbe gepisst von den Deutschlandfarben vorne drauf und von dieser ganzen Deutsch-Attitüde und wollte halt genau das Gegenteil machen, quasi so ein Gegenstück dazu. Und meinte, er macht Kill the Nation with the Groove. Ich habe das Label damals von zu Hause aus betrieben, also aus dem WG-Zimmer. Und die waren dann in dieser WG. Dann kamen wir da an bei ihm in der Punk-WG in der, wie hieß es, am Fischmarkt in der Buttstraße. Und dann gleich so, ja, bam, hier geht ab und jetzt lernt ihr gleich mal Matthias kennen. Und er hat uns gleich den Weg beschrieben von da, von St. Pauli nach Altona zu dem Parkhaus, wo das Knochenhaus damals war. Und hier geht gleich mal bei ihm vorbei, der ist gerade da, da könnt ihr das Stück dann mischen und aufnehmen. Ja, und dann haben wir an einem Tag quasi Ali und Matze kennengelernt. Dieser folgende Song ist einer, welcher zur Aufklärung dient. Irgendwann, wenn ihr vor dem ganzen Fenster steht und sie euch angehen, werdet ihr checken, was wir wollten bezwecken. Doch dann seht ihr noch Gedanken fliehen. Und dir ist klar, das Opfer bist du. Scheiße. Ich habe auch eben gerülpst am Anfang. Ich hatte noch so Mandarinenrülps, deshalb. Klar wollten dann Freunde gucken und was ist denn da so los und was macht ihr denn da? Studio und wie aufregend und so. Und ich war dann immer der, wenn es dann klopfte, ging an die Tür, was willst du hier? Hier ist jetzt nichts, Wiedersehen. Jetzt schon, aufnehmen. Der Gesichter so zeigt, sie hat kein Honigkuh. Und du weißt, du darfst dich jetzt auf keinen Fall bewegen, denn die hat gut an der Runde gezogen. Glück gehabt haben wir mit ihm, glaube ich, gerade deswegen, weil er zu der Zeit, glaube ich, auch Bock hatte oder auch schon Hip-Hop gehört hat, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Und auch Bock hatte, das zu machen. Mein eigenes Interesse an Hip-Hop ist im Prinzip folgendes. Ich sehe Querverweise zwischen Punkrock, die Musikrichtung, aus der ich selber eigentlich komme, und Hip-Hop in Bezug auf gewisse Komprimierungen, Verdichtungen von Radikalität. Das Grüne und das Weiße, das finden wir einfach scheiße und wir wollen keine Bullenschweine. Das war aber damals echt so. Es war auch nicht nur, glaube ich, nicht nur in Hamburg so, sondern auch so in anderen, bei meinem Konzert in München oder so, die haben auch mit Antifa-Leuten viel zu tun gehabt und mit Steineschmeißern. Ich kenne auch Leute, die schreiben coole Texte, aber wenn du mit denen nicht chillen kannst irgendwie und so dir nichts zu sagen hast, mit denen, wo es nicht lustig ist, mit denen rumzuhängen, dann habe ich mit denen auch nichts zu tun. Und mit den Beginnern, wir waren halt konform mit denen, was den Inhalt anbelangt hat. Die waren halt politisch und wir waren politisch. Es ist schon so, dass die Linken oder halt die Punks oder halt die Antifas und sowas sich irgendwie gleich so ein bisschen mit identifiziert haben mit den Hip-Hopern. Ja, vielen Dank. Und damit werden wir praktisch bei Musik gegen Rechts. Das war die Großdeutsche Haarrasur von den absoluten Beginnern. Hip-Hop aus Hamburg. Ihr seid ja wirklich gerade erst angefangen. Warum engagiert ihr euch so gegen Rechtsradikalismus? Wir haben viele Themen, aber vor allem gegen Rechtsradikalismus, weil das unsere Weise, unsere Chance ist, dagegen was zu tun. Dadurch, dass wir uns hier hinstellen, Texte erzählen auf Deutsch, damit sie jeder versteht und damit jeder zum Nachdenken kommt und darüber nachdenkt. Ja, und dann halt bei Afan im Studio war es auf jeden Fall alles derbe groß und neu und auch erstmal, ja,
ja, weiß nicht, auch war man natürlich auch nicht so frei bei der Aufnahme. Ihr glaubt nicht, dass sich noch so viele Menschen quälen. Ihr glaubt nicht. Ihr glaubt nicht, dass sich noch so viele Menschen quälen. Na gut, hör mal, dann ein paar Schlagwörter aufzählen. Jeglichen Blödsinn, durch den jede Band, jeder Musiker mal durch muss, Erfahrungen sammeln, haben wir eben zu einem Zeitpunkt gemacht, wo die große Masse da noch nicht hingeguckt hat. Und deswegen war es natürlich dann Vorteil, als es dann abging, da waren wir eben so halbwegs am Start, dass wir damit umgehen konnten. Also ein Album hätte ich jetzt, wäre ich damals, glaube ich, nicht auf die gekommen, irgendwann, also zu sagen, lass uns doch jetzt mal ein Album machen. Viel zu früh. Godding war damals unser Begriff für alles, was irgendwie scheiße ist. Du Godding. Ist so wie heute du Honk oder du Mongo oder du Fäule. Du Fäule. Also das erste Mal auf Platte sein und dann vor allem auch das erste Mal sofort natürlich ausprobiert, mit sich selber zu scratchen. Der große Moment, die Kiste das erste Mal aufmachen, klar. Das, was mir noch anfällt, ist, dass sie sich dann einen Karton mitgenommen haben und dem vor dem U-Bahnhof Hohe Luftbrücke aus dem Karton verkauft haben. Das hat mich super krass beeindruckt. So. Ich meine, es war natürlich noch auf einem Niveau, was jetzt noch nicht so hochwertig, also so, ich war auch sehr subjektiv natürlich so, weil ich kenne die alle so und deswegen fand ich das natürlich auch sehr cool so. Und das hat mich unglaublich beeindruckt und hat mir dann auch derbe so, oh Gott, ich will auch irgendwas machen, so, ich muss jetzt auch irgendwas machen. Wir haben hier an der Hohe Luftbrücke von unserer fucking ersten EP 100 Stück an einem Tag verkauft. Ja. Dies ist nicht Amerika. Dies ist nicht Amerika. Dies ist nicht Amerika. Don't beat, don't rhyme, rhyme, don't cut. Als es noch ein sehr kleiner Kern war von Leuten, hat man uns die Hip-Hop-Jams gab, und die waren ja überall, ist man sich nicht nur über den Weg gelaufen, sondern man hat zum Teil auch in den gleichen Löchern übernachtet, man ist den gleichen Zug gefahren. Es war sehr nah einfach. Diese Jams gibt es nicht mehr. Also sowas, dass dann halt so Leute auch von überall herkommen, das war halt keine regionale. Es gab auch nicht viele Jams, das heißt, Leute sind halt von allen Ecken und Enden dahin gefahren, wenn es denn mal eine Jam gab. Ich weiß noch, dass wir nach Halle gefahren sind einmal und als wir in Halle ankamen so und nirgendwo ein Plakat von Beginnern sahen, so, geschweige denn mit unserem Namen drauf, dann hat meinte Jochen irgendwann auf einmal so, hey, ich weiß nicht, es gibt auch noch ein anderes Halle, was nicht in Osten ist. Wo man so mit dem kleinen Wagen noch hinfahren konnte, so nach Hannover mal auf eine Jam oder nach Braunschweig oder Bremen. Oder mal nach Kiel oder so, das hat man dann so gemacht und ab und zu, wenn man dann ganz auf Wahnsinn war, eben dann mal so nach irgendwie, weiß nicht, Regensburg oder so. Dennis ist mein Favorite und Martins vor allem bei Veranstaltern pennen, das war mal das Geilste. Da könnt ihr bitte die Schuhe ausziehen. Ja. Kann ich irgendwie eine Decke haben oder so? Ja, da an der Wand hängt ein Teppich, mit dem kannst du dich zudecken. Unser
erster Nightline, den hatten wir erst mit Bambule. Und deshalb kann man, also bis zu Bambule, das sind ja davon da bestimmt noch 5, 6 Jahre. Und die waren wir teilweise komplett on the road, so jedes Wochenende, als wir noch zur Schule gingen. Und danach hatten wir auch eigene Touren immer. Also auch schon als wir in der Schule waren, sind, haben wir Klasse von 94 gemacht. Mit Menkons und René, das war richtig hardcore fahren. So für 2 Tage einfach nur nach Österreich fahren und dann durch. Und mit zu allen in so einem kleinen Bus. Also nicht nur, dass wir zusammen auf denselben Partys aufgetreten sind, sondern wir haben einen großen Auftritt gemacht, wo wir alle auf der Bühne standen. Wir ein Lied, die ein Lied, wir ein Lied, die ein Lied. Und durch die Tour, das hat halt alles gepasst irgendwie so. Es lief wie von alleine. Und es war immer lustig, wir sind da zusammen rumgerannt und haben uns gut amüsiert. Es hat schon Show-Elemente gehabt, unter anderem dadurch, dass Mert dann halt auch mal mit der Kettensäge an den Start geht. Es gab auch einen Umgang mit dem Publikum. Wir wollten es eben in der Bühnenshow dann auch irgendwie zu unserem möglichst radikalen, eindrucksvollen Songs halt auch noch irgendwie optisch umsetzen. Und dann kamen wir dann eben auf irgendwelche wilden Ideen. So. Und irgendwie mussten wir auf jeden Fall extrem plakativ klar machen, auch optisch, dass wir Nazi-Scheiße finden. Und da war so die einfachste Variante. Wir haben uns irgendwie eine DIN A0 oder DIN A0,5 Pappe geholt und halt ein riesen Hakenkreuz drauf gemalt und das Ding eben mit der Kettensäge auf der Bühne lag zerfleddert. Und das hat auf jeden Fall den gewünschten Effekt gehabt. Das ist aber ein Wahnsinn. Ich habe das letzte Video nochmal angeguckt und ey, dass wir nicht gestorben sind, ist echt Glück. Also bei mir teilweise echt dann sind auch so Adrenalin und Euphorie und die Leute flashen halt alle und Dennis und ich stehen halt so draußen und halten das Uhr so vorbei und hier so was reicht. Ja, das Ding war wirklich nicht ungefährlich. Wahnsinn eigentlich. Echt. Großes Ding. Wer Mad kennt, ist aber ein entspannter Zeitgenosse. Rückblickend gesagt hat die Ilstal schon gezeigt, wie weit oder dass diese Band eigentlich keine großartigen Stil, also so Genre-Stilgrenzen kennt. Sowohl was bestimmten Humor angeht, was bestimmte Art Reime zu schreiben angeht, als auch was bestimmte Art an Musik ranzugehen angeht. Dieser Song geht an alle Musikmedien, die sich kaufen lassen und die nur für bare Münze Musikberichte verpassen. Deshalb kommen die Beginner und zerstören die Show. Doch halt, vorher muss der Mann noch einmal richtig aufs Klo. Genau, das erste Video war im Prinzip halt irgendwie die Kritik an Platten, kann die Platten der Kritik nicht ersetzen. Glorreicher Titel, den sich übrigens unser alle Dumski-Chefboss ausgedacht hat. Den haben wir, glaube ich, auch nur strengweise verstanden damals. Wir werden immer 16 bleiben, doch wir leiden, denn wir waren diese... Und somit ist eben dieses erste legendäre Video entstanden, was eigentlich nur so eine wahnsinnige Ansammlung von lustigen Bildideen war, die wir immer mal so hatten, so schräge Ebene für gerade verkaufen und... Zum Beispiel so ein stillgelegtes Krematorium vom Zentralfriedhof Ohlsdorf gibt's da zu sehen. Da setzen wir in den Urnen Setzkästen. Packen dich in eine Schublade mit einem Etikett drauf und was du in keine reinmachen, sie für dich eine neue aus. Das hat einfach keinen Sinn und Zweck, das ganze Video. Nur es sind einfach alles nur so irgendwie interessante Bilder. Und wir haben da einfach quasi spiegelt es so das wieder, was wir auf dem Album dann weitergemacht haben. Es ist einfach nur so Flashes irgendwie zusammengelötet und da versucht irgendwie einen Sinn reinzukriegen. Warum hatten wir einen Live-Schlagzeuger? Dann schon? Der kam da irgendwie, der kam zu E-Styles, oder? Der ja. Also war aber schon bevor wir die Band hatten, das haben wir letztes rausgekommen. Einfach aus der Idee heraus irgendwie, dass das Ganze dann noch dicker kann. Ich bin so eigentlich der Rocker in der ganzen Bande gewesen. So, hab Hardcore gemacht zu der Zeit und dann aber irgendwie, das war auch so ein bisschen die Zeit, wo sich auch Hardcore und Hip-Hop so vermischt haben irgendwie und also so bin ich dann da reingerutscht. Das ist halt auch eine Zeit, wo wir halt derbe viel so verstanden haben, so langsam so hinter den Kram geblickt und dann eben so Jazz gefunden haben und dann irgendwie so die Platten gecheckt und Reggae und weiß der Geier was. Halt.
Und deshalb haben wir so ein bisschen so geguckt für uns, was gibt's denn nicht alles Geiles, und wir kennen ja auch noch andere Musiker und andere Musikstile und nicht immer so viel Regeln, und da haben sie angefangen so, ha, ich nehme mal hier von und da von, und bisschen die Hippie-Phase oder so. Deshalb haben wir halt viel mit diesen Bands zusammen gemacht, unter anderem eben dann auch mit Caligari zusammen, ja, die Formation ABC gegründet, also absolute Beginner Caligari, wo wir dann nur mit Instrumenten auf der Bühne waren. Grauenhaft, eine Hardcore-Rockband quasi, die versucht funky zu sein. Schlimm, das war halt die Rage Against the Machine Zeit und auch Beastie Boys Zeit. Nur, dass wir nicht im Entferntesten so gut gespielt haben. So gut gespielt haben. Und dann so, aber das war ja schon immer so. Flashen? Naja. Du musst ihn fühlen, den Flash, der dich umgibt. Wenn man anfängt, zu jammen oder Musik zu machen und dann plötzlich läuft es irgendwie so von alleine. Man selber sieht sich gar nicht mehr so richtig so dahinter und so, dass man so das alles so konzeptionell irgendwie so plant und irgendwie verstandesmäßig läuft, sondern es flasht halt irgendwie so aus einem raus. So, es ist halt dieses, was so ein bisschen überirdisch fühlt sich das dann halt irgendwie an. Flashnism steht musikalisch für Hamburg. Also für erstmal diesen Punk-Kram, Gitarren-Kram, den wir dann auch irgendwie übernommen haben. Für die Reggae-Partys und Dub-Partys irgendwie, die halt auch damals richtig abgingen. Die, was wir dann halt übernommen haben oder auch machen wollten. Und für Hip-Hop halt. Das ging nicht um irgendwelche Konventionen, sondern man hat das gemacht irgendwie, worauf man irgendwie Bock hatte, so. Wir mussten ja diesen ganzen Wahnsinn irgendwie umsetzen, deshalb haben wir uns gesagt, nehmen wir uns schön viele Musiker mit, dann können wir auch mal ein bisschen Bossa Nova machen, und mal ein bisschen Reggae und Dub, die Dub-Dinger vor allem können wir dann spielen. Also Sachen, das war die erste richtige Beginner-Tour. Man sagt, es war eine Tour, ich glaube Deutschland, Österreich, Schweiz. Es waren 200-300er, maximal 400er Fläden. Also weit davon entfernt von dem, was die Beginner jetzt spielen. Ich war Tourbegleiter und habe die Tour gebucht. Richtig eine Familienaffäre, wie sie im Bilderbuch steht. Ich komm aus Hamburg und ich chill, da gibt es nix. Am liebsten mit dem C-Clan oder den Disco-Six. Weil ich mein Bewusstsein gegen die Monotonie der Gaungroßstadt, die ich satt hab. Und das war halt das erste Mal, wo das bei uns auch irgendwie so ein bisschen so Richtung professionelles Musikbusiness kam. Also wo wir halt auch Promo machen. Ein Plakat, da steht Beginner drauf, da kaufen Leute sich eine Karte für dieses Konzert, für diese Band. Da muss man einen Vorverkauf machen, dann hat man jeden Abend sowas ähnliches wie ein Hotel oder manchmal auch beim Veranstaltern. So gern und so sehr. Mit der Platte und mit den Konzerten konnte man sehen, dass da eine neue Generation ranwächst, die offener ist, die auch. Es wurde voller. Es wurde tatsächlich voller. Wir hatten uns dann eben nach der Flashnism-Platte irgendwann hingesetzt und uns eben auch mal ziemlich konkret darüber unterhalten, was wir denn jetzt als nächstes machen wollen. Da waren wir uns eigentlich schon auch alle relativ einig, dass, dass wir ein bisschen zu weit von Hip-Hop schon wieder weg waren. Wir waren im Herzen halt immer schon Hip-Hopper gewesen, da kommen wir her. Und es war eben so an der Zeit, also wir fühlten einfach auch so für uns, wir müssen mal wieder ein bisschen zurück zu den Basics. Wir wollten mal wieder eine tight Rap-Show machen. Alles simpel, Beats, zwei Mics, zwei Plattenspieler. Und dazu wussten wir aber, haben jetzt so viel Erfahrung gesammelt, und was ich eben schon meinte, wir wollen dann, wenn wir das machen, so lange daran rumfallen, bis das Allerderbste ist, weil sonst brauchen wir es gar nicht erst machen. Und wollen so, dass wir quasi 12 Lieder haben, kein Rumgepimmel mehr und Sachen und hier noch ein Skit und da noch ein Dub-Flash oder sowas, sondern einfach 12 Dinger, wo wir von jedem sagen können, dass wir das für uns als Single rausbringen können. Ja.
kein Mikro und es verliert seine Seele. Das ist der Grund, warum ich meinen Weg wähle. Don't beat, don't, rhymes, rhymes, dope. Cut. Bei der zweiten Flashism-Tour, so fing das an, dass mich das einfach nicht mehr so gepackt hat, einfach das Rappen und auf die Bühne gehen vor allem irgendwie und den Leuten einen erzählen irgendwie so. Da habe ich dann eigentlich mit Jan geredet erstmal und meinte, dass es da nichts mehr geht. Er hat es auch mal erklärt und man kann es ungefähr nachvollziehen. Und wir respektieren die Gründe auf jeden Fall volle Kanne. Also es war nie so, ja, ich lasse uns jetzt hängen oder irgend sowas. Hat schon so ein bisschen halt auch das Geld gelockt wegen dem Major-Vertrag. Und da war das dann halt auch schon so irgendwie so eine Frage, so flasht dich das überhaupt noch so und kannst du da noch so hinterstehen oder machst du das jetzt, damit du noch mal ein bisschen Geld verdienst für das jahrelang auf Fußböden von Jugendzentren schlafen und so, wo es vorher halt keine Kohle gegeben hat. Und dann muss ich mir halt irgendwie eingestehen, dass ich eher lieber halt so meinem Flash folge, anstatt jetzt aus Vernunft irgendwie weiterzumachen. So. Flashnism ist ja Martin überall dabei, aber dann halt Bambule, es war dann gleichzeitig der Weggang von einem festen und Ur-Band-Member und der gleichzeitige Wechsel zusammen mit der Independent-Firma Buback Tonträger hin zu einer Major-Firma. Das war so eine Komplettveränderung. Das war halt eine Entscheidung, also die Richtungsentscheidung quasi von uns, die wir als Band zu viert mit Martin zusammen quasi einstimmig getroffen haben. Wir haben uns alle drüber unterhalten, die ganzen Fürs und Wenns und Abers besprochen und wir alle waren am Ende der Meinung, okay, wir machen jetzt einen Teil des Hip-Hop-Albums und versuchen es beim Major so. Ob es wehtut oder nicht im Portemonnaie, ich investiere in die Beginner AG. So. Dieses Perlen vor die Säue, darauf hatten wir keinen Bock mehr. So, das war dann auch dieses Thema. So. Einfach zu wissen, ey, wir machen eine derbe Scheiße und irgendwie hört das keiner. So. Und letzten Endes ging es dann schon immer um Universal und um Heinz Charnibull. Man musste lernen, in ihrer Sprache zum Teil mitzureden. Man musste aber auch lernen, das Geschäft auf der Industrieseite neu zu definieren, weil das war nicht ein ausübender Künstler, der um einen Vertrag bettelte, sondern hier kamen Jungs und sagten, wir haben was zu sagen und wenn ihr mitmacht, kommen wir vielleicht zusammen. Niemand von der damaligen Universal hatte, glaube ich, nur den Hauch einer Ahnung, was da passieren könnte. Im neuen Hamburg Neuenfelde jetzt am Stadtrand war es eben auch gut, dass man hier eben noch abgeschiedener arbeiten konnte und Handys aus und dann zählt nur das Lied und gar nichts anderes mehr. Ja, wir sind hier in unserer Band, fahren gerade zu Matthias, unserem Mixer, nehmen da die fetteste LP auf. Die es 98, 99 und 2000 in Deutschland zu hören geben wird. Yo, was geht? Denn jetzt check den Style. Du fragst, warum ich dabei? Das Mic in der Hand, zwei Manti. Na Radio, Suckers never play, man. Na play, man. Na play, man. I say Radio. Um das Musikalische nochmal so zu Ende zu erzählen, war es genau sehr wichtig, dass wir überhaupt diese ganze Station mit Matthias durchgegangen sind, von vorher so. Um dann dazu zu kommen, dass Matthias genau in dem Moment, wo wir auch am Start waren, was das Musikalische anging, war er mixmäßig 100% am Start. Ist wie gesagt umgezogen in das neue Studio, hat sich neues Equipment gekauft und war irgendwie auf der Höhe seiner Zeit. Und wir halt auch. Und so kam das halt auch so zustande. Jetzt irgendwie, wie immer beim Hip-Hop, die Frage, wie laut die Vocals sein müssen, also wie laut der Rap im Gegensatz zu den Beats sein soll.
Deswegen machen wir jetzt halt noch eine Alternative. Falls irgendwie der Rap uns hinterher zu leise vorkommt, so machen wir den halt noch ein Stück lauter. Und das ist halt so mehrere Styles auf einmal. Wenn du auf der Industrieseite sitzt, suchst du den Schlüssel zum ganz großen Erfolg und versuchst, logisch zu erklären, dass man ein Instrument wie Viva und MTV und auch bestimmte Radiosender nur erwischt, wenn man ihnen ein Single-Angebot macht. Und zur Not ein Liebeslied. Ihr wollt ein Liebeslied, ihr kriegt ein Liebeslied. Ein Lied, das ihr liebt. Und das war's dann auch. Das kam dann sozusagen nach dem Motto, das sollt ihr kriegen, dann gibt's halt ein Liebeslied. Sorry, das ist auch unglaublich smart. Also finde ich immer noch kaum zu toppen. Liebeslied ist halt einfach letzten Endes so entstanden und hinterher hat man halt gesagt, okay, das könnte eine Single sein. Und das, was wir da halt ausprobiert haben, war so ein Ding, das haben wir vorher 97.1 Mix genannt. Halt 97.1 stand für Energy in Hamburg. Also halt einfach, da wollten wir dann einfach mal wirklich so ein radiokompatibles Ding machen. Wir ja jetzt bei Universal, die Beginner bei Universal so, weißt du? Und dann musst du natürlich halt auch deinen Chartkey dabei haben. Und das ist halt einer davon, würde ich halt sagen. So. Es ist schon Dinge. A check, check, one, two, die Beginner sind am Style und du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Das ist aber halt dann extrem nach hinten losgegangen. Also es war dann einfach so ein Track, wo du halt von vornherein das Kalkül oder einfach die Idee, wir machen jetzt mal was, was irgendwie radiokompatibel ist, halt rausgehört hat. Wie wir denn so da sind. Oh, ja, geil. Hören wir uns so den Mix an, diesen Scheiß, Alter, wenn ich das jetzt höre. Und ich weiß noch genau, was ich damals gedacht habe und was wir so geflasht haben und bla. Aber, und, uns ist aber ja damals war es auch schon so, dass auf jeden Fall eine Woche später haben wir beide selber schon uns angeguckt, der wird uns kaputt gelacht und gesagt, das ist derbe Scheiße, weil das heißt immer das Gute. Wir können immer sehr schnell dann einsehen, dass irgendwo was nicht. Ja! Das ist besser als Hip-Hop. Ich kann gleich genau sagen, wann ich das Album zum ersten Mal wirklich komplett, also wirklich als Album dann gehört habe. Ich kann mich erinnern, dass wir darüber nachgedacht haben, was die Single sein soll. Wir sind am Start und die Welt ist groß. Wir haben kein Ziel, aber wir fahren los. Und der Zug ist abgefahren, doch wir sitzen drin. Das war für uns alle so das erste Mal, dass ein Album richtig so wie Ami-Standard eigentlich, so 12, 13 Tracks, die sind alle durchgehend gut, so geile Reime, fette Beats, Hooks zum Mitsingen, wir hatten auch 4 Singles und so, es war dann auf kommerzieller Ebene auch richtig erfolgreich, das war schon sehr beeindruckend. Für mich war das eigentlich eine Frage der Zeit, wenn die zur richtigen Zeit die richtige Platte machen, haben die gute Chancen. Es gab ein Beginnerkonzert in einem Kaff irgendwo, was so ausgemacht war, glaube ich, noch bevor dem Alarm. Aber das war das erste Mal, dass die Bravo gefragt hat, hier, wann spielen die demnächst, irgendwie so, können wir da vorbeikommen. Und da gab es die ersten Fotos, die dann zum ersten Bravo-Poster geführt haben. Das war auf jeden Fall höchst zwiespältig. Und da, ich weiß nicht, man hat dann auch immer versucht, das Ganze so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Also so, keine Ahnung, bei diesem einen Bravo-Fotoshooting hat Jan, dann, da lag so ein Akkubohrer rum, den er sich dann so an den Kopf gehalten hat. Es war schon ganz schön Halligalli von Leuten, mit denen wir normalerweise nichts zu tun gehabt hatten. Also es kamen dann schon Anfragen, die, was weiß ich, treten wir bei Nur die Liebe zählt auf, machen wir das oder machen wir das nicht? Neue Fragen, neue Aufgaben. Nur die Liebe zählt. Ist der Fuchs gerade an, oder? Ja. Ja, was ich noch sagen wollte, ist das total spitze, jetzt hier bei Kai Flaube zu sein, endlich mal richtig groß rauskommen zu dürfen vor 6 Millionen Zuschauern. Und wenn dann jeder 10. unsere Platte kauft, haben wir gleich 600.000 Singles mehr verkauft. Davon kaufe ich dann meinem Bruder einen fetten Porsche. Wir wussten, wir müssen da wieder was Besonderes machen, weil sie geben uns wieder 5 Minuten und wir wollen immer irgendeinen Style kicken, weil wir das Hip-Hop-mäßig so gelernt haben. Wir sind Alter, 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 wir sind Alter,
Yes. Liebeslied. Uh-uh. Amo City und Cookies ist dabei. Yeah. Oh, yes, yes. Als es dann echt das erste Mal, da waren wir noch nicht wirklich large oder noch gar nicht, und, aber Liebeslied drohte gerade so ein Hit zu werden, wie Matt das immer so schön ausdrückt. Und Rock On war gerade so auf MTV gelaufen, auch normal morgens und nachmittags und so. Und da, es ging auf jeden Fall so ein gewisser Hype. Und es ging darum, okay, Liebeslied geht ab, The Dome wollen wir haben und so. Und wir, ja klar, wir sind am Start, wir haben wieder spielen können live mit Drums, weil darauf haben wir uns geeinigt. Wir machen alles, wo wir so unsere 4 Minuten kriegen und die gestalten können. So. Und die natürlich eine Playback. Wir haben das dann so gemacht, dass die die Band, die dieses Stück dann playbackmäßig performt hat, waren nicht die Beginner. Also wir haben eine Fernsehaufzeichnung und 15.000 Leute gehabt, die zwei MCs und einen DJ haben, die faktisch weder DJ Matt noch Jan noch Dennis waren. Das ist aufgezeichnet worden, gesendet worden auch. Ich dachte kurz danach, dass es dann einen riesen Ärger gibt, weil wir sie verarscht haben. Sie haben es nicht mal gemerkt. Sie haben es, glaube ich, eine Woche nach der Ausstrahlung hat sich dann irgendjemand wutentbrannt gemeldet. Ihr wollt ein Zwei, drei Wochen später ging das halt los mit der richtigen Tour, die auch eigentlich für 400er Leben gebucht war, aber in irgendwelche 2000er Hallen gelegt wurden. Und auf einmal kamen da, was weiß ich, ey, kamen da eben 2700 Leute, glaube ich, in Düsseldorf am ersten Tourtag. Und am nächsten Morgen kommt jemand mit der Bravo aus der Tanke, ey, hier, und dann noch das Poster, das erste von uns in der Bravo. Und auf einmal ging das so, tschak, tschak, tschak. Ja, hier sind wir also in Düsseldorf. Auftritt von Main Concept und den absoluten Beginnern. Heute ist der 26. Januar 1999 und das ist der Auftakt der Tour, sprich der erste Auftritt. Aufgrund der hohen Vorverkaufszahl hat sich der Veranstalter dazu entschlossen, nicht diesen Raum zu buchen, sondern den unteren Raum, den wir eben schon gesehen haben. Das ist echt fett. Das ist vor allen Dingen ein Saal auch. Gebucht in die Kleine, dann gewechselt in die Mittlere und am Ende die Große gespielt. Also die Große auch ausverkauft gespielt. Und so war im Prinzip die ganze Tour. Wiesbaden, Schlachthof, 2500 Leute. Und wir dachten, was ist denn jetzt los? Vor 2700 Leuten zu spielen, das war ja schon auch ein Smash, ey. Das hat uns aber auch das Ding war, dass die ersten 10 reinkreischende Aber dieses Ding, dass man auf einmal gerappt hat, so, und dann war da halt so ein, irgendwann merkt man das hier irgendwie da unten, ja, immer irgendwas zappelt und man denkt, man hat da irgendwie, man hat, was ein ist Hund. Nicht, ein Hund. Und dann sind da halt irgendwelche verstrahlten, so Zahnspangen tragende Mädchen, die halt dich dann irgendwie so anhimmeln und kreischen und sowas. Hast du selber noch nicht mal geahnt. Und das war natürlich der Moment, wo man gemerkt hat, okay, jetzt irgendwas läuft hier falsch. So, vor einem Jahr war es noch das Jugendzentrum und jetzt auf einmal sind da und die Ratte, die einem hier irgendwie so, keine Ahnung, dran geknabbert hat, und auf einmal sind da irgendwelche Teenies. Klar war es halt schon was Neues, dass auf einmal dann die ganzen kleinen Mädels und Autogramme und das gab's ja vorher alles nicht. Da kamen halt irgendwelche Typen an und wollten halt was ins Blackbook gemalt haben. Und dann auf einmal kamen so kleine Kinder, die wollten Autogramme. Und die wollten auch von uns Autogramme und auch vom Lichtmann und vom Busfahrer, weil er einfach so eine Karte um hatte. Und dann siehst du halt so diese Wirkung einfach, die dieses Fernsehen, das Radio, die Medien auf die Masse haben halt so. Es geht eigentlich im Endeffekt gar nicht darum, was du machst, sondern es geht einfach nur darum, dass du berühmt bist. Es war einfach alles anders. Es waren mehr Leute, es war ein wahnsinniger Rummel. Irgendwie, du kamst an, da standen irgendwie
auf einmal musstest du irgendwie zum Fotoshooting für die Braven. Du müsstest dann hier von oben, das ist ein bisschen gestik, du müsstest hier mit dem Kopf so ungefähr, sagen wir mal, ich habe mich noch beim ersten Fotoshooting so, oder beim zweiten war das dann so, gewundert, was mein, der Typ, kannst du mal deine Kopfhörer nehmen, damit man dein Profil besser sieht? Und meint so, nö, das soll so sein. Wie, will denn nicht, dass man dich erkennt? Er guckt so runter ein bisschen. So ein Style. Ja? Ist das alles als Style? Ja. Vielleicht sollte man das alles überhaupt nicht machen. Das finde ich auch so. Also wie stellst du dich hin? Also dass ich jetzt irgendwie anfangen muss, mein Leben zu ändern, nur weil ich jetzt auf einmal bekannt bin oder so ein Scheiß. Also da muss verrecken nicht. Und also das ging halt immer so weit, dass ich zum Beispiel im Füchse-Video nur noch einmal ganz am Ende zu erkennen bin, weil ich halt echt nicht mehr gesehen werden wollte, weil ich meine Ruhe will. So. Wir waren ein Jahr auf Tour, wir haben für das Album, glaube ich, fünf Videos rausgebracht oder so. Aber trotzdem war es halt ein Jahr und deshalb konnte man innerhalb dieser Phase schon so viel verbessern und ja, jetzt diese Phase dadurch immer verlängern und aber auch das für einen selber immer cooler machen. Ihr seid Zeuge wie Daniel 9-Hit, schreibt Eisfeld die Fetten wie 2000 Tip Drive Man, seine neuesten Technik-Tricks, sagt und darf man an den Reglern, macht den Shit halt. Also erstmal haben wir echt, glaube ich, das Jahr über 99 alles versucht, um den Leuten klarzumachen, wer wir sind. Dass wir nicht so sind wie die anderen so, die man sonst in der Bravo zu lesen bekommt. Was würdest du machen, wenn du kein Popstar wärst? Oh, ich lebe für Hip-Hop und von Hip-Hop. Und wenn ich irgendwann nicht mehr von Hip-Hop leben kann, dann halt für. Die haben sich schon ihre Antworten immer gut überlegt. Und das fand ich immer ganz wichtig. Also man merkt schon, dass sie ihre Ziele hatten. Das hat man auch gespürt. Die absoluten Beginner! Hier sind sie mit Liebeslied! Also da waren wir definitiv schneller im Popgeschäft angekommen, als wir uns das mal so gedacht hatten. Jeden Tag eine neue Erfahrung gemacht, jeden Tag irgendwie aufs Maul geflogen, daraus gelernt und versucht, das irgendwie zu reparieren oder irgendwie zu ändern. Well, so absolute beginners. Solche Sachen sind dann halt auch passiert. Dass dann halt so der Anruf kommt, die Beasties würden drei Shows in Deutschland spielen. Ob die Beginner denn dabei sein wollten, würden. Irgendwie. Das ist auch keine kleine Angelegenheit. Am 21. April traten die absoluten Beginner als Support der Beastie Boys in der Köln Arena auf. Vor fast vollem Haus flashten die drei fette Beats in die Menge. Das ist so das Vorbild-Musikunternehmen auf jeden Fall, wenn es darum geht, irgendwie, wie man mit seinen Leuten am Start ist und so ein Camp hat und kreativ derbe Sachen auf die Beine stellt. Und allen geht's gut, das ist auf jeden Fall Beastie Boys das beste Beispiel. Man hat wirklich auch Qualität abgeliefert so. Und man hat aber auch echt wirklich so die Lorbeeren dafür bekommen. Oder man hat wirklich auch diese, weiß ich nicht, das war einfach eine geile Zeit, so, was das halt angeht. So. Und da konnte man auch wirklich noch nicht ahnen, in welche Richtung das geht. Man wusste einfach nur, ey, das ist jetzt gerade der Moment. So, das ist der große Moment gerade. Das wusste man halt. So. Alles explodiert. Mhm. Und jetzt, das ist die heiße Phase. Also Flash 99, genau. Nicht gehen, so. Genau das war auch das Gefühl von Flash 99. Das war genau der Höhepunkt von dieser ganzen Phase, wo alles geil war, wo Hamburg Hip-Hop derbe war, Deutschland Hip-Hop derbe war und wo alles so im Zenit war, so alles derbe war. Was war irgendwie so ein Gefühl von, oh, krass, wir bewegen was und wir machen was und das ist richtig large und das ist sehr krass. Wir haben Volker Rachow! Einen Track gemacht für die Teenie-Presse. Wir rufen da an, rappen auf deren Anrufbeantworter, das ist ein Rap-Contest. Ja, das zeigen wir euch jetzt.
Hi, mega stark, dass du anrufst beim Deutschrap-Contest von Prima. Angeeckt sind wir dann halt irgendwann bei der Bravo, die uns verarscht haben dahingehend. Da war so, die haben irgendwie so einen Rap-Contest ins Leben gerufen und wollten, dass wir Juroren machen. Und wir haben gesagt, wenn das alles cool ist, dann machen wir das und hören uns das gerne an. Dann stellte sich aber irgendwann heraus, dass die den Gewinner vorher schon festgelegt hatten, weil der Erfinder dieser Idee, dieses Rap-Contests, der beste Freund vom Bravo-Chefredakteur, nämlich der BMG-Chef war. Und die sich gedacht haben, ach, das ist ja mal eine lustige Sache, nehmen wir doch mal die Beginner, haben wir noch ein kredibiles Aushängeschild. Und wir fädeln das Ganze so ein. Die haben sich da vorher ihren Typen, der schon so und so aussah, ausgepickt. Weil als wir nämlich meinten, der und der soll es sein, dann meinten die irgendwie sowas wie, ey, das ist kein Gag, das ist wie in der Ben Stiller-Komödie. Nee, das geht nicht, der ist im Rollstuhl. Und ich so, ja, wie, und aber der hat am besten gerappt. Ja, aber die haben sich das für jemand anders entschieden. So ging das ab, Alter. Das hat in K2 gemündet. Das ist für mich immer noch einer der besten Hamburger Posse-Stücke, die es gibt. Ey, yo, 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 Alfred Hitzkopf ist am Apparat. Der für die Teenie-Medien und noch ein Trocken ist dein Vater hat. Dann haben wir halt einfach diesen Track gemacht mit allen Hamburgern und haben uns auch alle gesagt, ey, wir reden einfach alle. Das war halt eben noch so ein Unity-Ding. Wir haben echt einfach alle komplett nicht mit der Bravo geredet. So. Und diesen Song haben wir gemacht, wo wir quasi einen Rap-Contest ausrufen und alle anrufen so und dann mit Senf dazu geben. Zur Bank muss ihr wohl zwei Blondinen und einen schwarzen Rap-Trottel. Dafür lach ich euch aus, denn ich bin Mongo und kein Model. Das war mit das erste Mal, dass wir auf einem riesen Festival auf der Mainstage irgendwie zu einer verhältnismäßig coolen Zeit aufgetreten sind, halt echt zwischen großen, gesetzten Namen der Rockszene. Und wir waren uns ziemlich sicher, dass die ganzen Leute im Publikum uns scheiße ohne Ende finden, sowieso schon, weil wir Hip-Hop sind. Yo, man. Wir waren aber sehr authentisches Style und zu unserer großen Überraschung haben wir exakt den gegenteiligen Effekt erwirkt, weil die fanden das alle unglaublich geil und fanden es richtig lustig und haben das derbe abgefeiert und gestanden da und haben es erst nicht so ganz verstehen können, weil wir eigentlich dachten, die müssen uns scheiße finden. Das sind so die Schlüsselmomente, wo wir so gepeilt haben, was Showbusiness bedeutet. Der ausgelöste Boom im Hip-Hop-Bereich führte natürlich dazu, wie immer im Musikgeschäft, ähnlich wie bei der Neuen Deutschen Welle damals, dass ein großer MeToo-Bedarf entsteht und über Nacht alles gesigned wird, was nicht rechtzeitig auf die Bäume kommt, aber mit Hip-Hop zu tun hat. Da ist so viel kaputt gemacht worden, das ist unfassbar. Also mit komischen Vorstellungen und Scheckbüchern. Jeder kleine Hans Wurst wurde irgendwie auf eine Major gesigned. Natürlich wurden die auch sehr schnell wieder gedroppt, als sie festgestellt haben, ja toll, das funktioniert nicht mit jedem Scheiß. Ja. Die Angst hatte ich halt die ganze Zeit. Ich meine, man ist ja nicht blöd, man hat gesehen, was mit Hip-Hop in England zum Beispiel passiert war. Das war auch eine extrem starke Underground-Scheiße, bis dann halt der ein oder andere Geschäftemacher so mit Music of Life oder Cold Sweat, wie die Labels hießen, da dann irgendwie angefangen hat, den Markt zu überschwemmen mit grober Scheiße und auf einmal halt irgendwie der ganze Flash flöten geht. Also da, wo ich herkam, ist das, was in Stadien passiert ist, eigentlich immer scheiße gewesen, wenn es um Musik ging. Es war immer Corporate Rock. Jetzt war ich selber im Stadion. Also auch eine zwiespältige Angelegenheit. Toll, dann hat man eben 20.000 Leute da so. Aber wenn die Anlage wack ist und irgendwie, weißt du, im Medienzelt besseres Essen ist, als für die Künstler gibt und so, dann ist da Backstage war schon ein bisschen komischer Vibe. So. Das war eben der kommerzielle, die größte kommerzielle Ausschlachtung des Ganzen so, weißt du, da können wir uns selber als Künstler nicht besonders drüber freuen. Auf der einen Seite denkt man, Mann, das ist ja ein Wahnsinn.
Aber auf der anderen Seite hat mir das mehr oder weniger Angst gemacht. Und das war für mich auch so ein Ding, wo es für mich so gekippt ist, weil ich auch ahnte, dass da kommt noch was ganz anderes nach. Da war halt nicht mehr viel Energie und es ist alles irgendwie verpufft. Das war, irgendwann muss auch mal, das ist glaube ich wie mit allem so, wenn es die ganze Zeit hochgeht, irgendwann muss es halt einfach wieder ein bisschen runtergehen. Und das war halt genau dieser Moment, wo man gemerkt hat, okay, ey, so Depression. Diese ganzen Instanzen, wo so McDonald's, Rap-Sampler oder egal was, überall wird dir dieses Fett und dieses Frisch und Reime und das wird dir um die Ohren gehauen und dann deine eigene Wortwahl von früher kommt zurück, baff, aber mit 5-millionenfacher Intensität. Und dann ist das auf einmal, schockt das nicht mehr. Und dann denkt man sich, das kommt alles zusammen und man denkt sich, ey, das ist jetzt, glaube ich, genau, denn man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Und das ist genau der richtige Moment. Wir haben alles erreicht. Es ist alles derbe. Und ich persönlich will jetzt andere Musik machen, weil mir ist das zu langweilig, so wie das jetzt gerade hier läuft. Wie geht es euch denn? Und dann habe ich das denen so erzählt und da kam irgendwie raus, dass sie letzten Endes nicht genau die gleichen Dinge gedacht haben, aber auch Sachen, die sie eben auch haben, an all dem zweifeln lassen. Das war einfach dieser Moment, wo wir uns dann zusammen getroffen haben, Jan das halt angesprochen hatte, was wir eigentlich alle auch so mehr oder weniger gefühlt haben und wir uns dann eigentlich überlegt haben, okay, es gibt keinen besseren Moment, als jetzt zu gehen, so vor 20.000 Leuten. Auf einmal standen wir vor dem Problem, dass wir quasi kapitulieren vor der eigenen Musik, also etwas, was wir halt mitgeschaffen haben. Und irgendwie das ging so in meinem Gehirn irgendwie nicht zusammen. Das war halt irgendwie nicht das Credo von uns. Und dann sitzt man zu Hause und dann geht die Birne an. Und auf einmal grübelt man sich in Wolf. Ja, also er. Ich. Ja, wir alle natürlich. Und dann meinte, ey, wir müssen mal labern. Und dann haben wir uns bei mir oben getroffen. Und da hat er eine derbe, legendäre Hollywood-Rede gehalten, so wie so ein Anwalt. Der bei seinem Schlussplädoyer. Und hat einfach alle Argumente am Start gehabt und hat uns einfach so eine halbe Stunde am Stück. Und am Ende haben wir es nicht gesagt, ja, du hast recht. Sie haben es letztendlich nicht gemacht. Aber, also ganz ehrlich zu sagen, allein, dass darüber geredet werde, dass darüber geredet wird, ohne das sowas mal anzudeuten, irgendwie, fand ich schon ziemlich heftig. Jedenfalls war es klar, dass wir erstmal, also auch gar nicht mal, wir haben auch gar nicht gesagt, okay, wir machen eine Platte, 2004 kommt die raus, 2003 kommt die raus, und heißt Blast Action Heroes, sondern wir haben einfach nur gedacht, okay, wir lösen uns jetzt nicht auf, so, wir gucken mal, was passiert. Dann war ja erstmal das, dass wir unsere Solo-Projekte machen wollten, dass wir sowieso wussten, okay, in der nächsten Zeit so ist mal nicht so viel Stress, wir machen mal andere Dinge und sowas. Und haben das eigentlich so gemacht, wie wir es immer gemacht haben. Weil wir haben uns nie gesagt, okay, uns wird es 12 Jahre geben oder so. Wir haben es immer so gemacht, dass wir extrem darauf geachtet haben, wie wir uns gerade fühlen. Wir waren länger zusammen, als ich denken kann. Du bist ein niemand fahren und ich häng daran. Du bist der Grund, warum ich nicht mehr gesund. Also warum, ey bitte sag mir den Grund, Mädel, wie ist es eigentlich nochmal mit uns beiden gekommen? Wir planschen durch die Welt und sind die Zeilen verschwommen, meine Erinnerungen sterben, die Bilder sind weg und ich such nach in meinem Herzen, ja ich fühl da am Dreck. Es war halt eher so, dass wir durch die Solo-Phase endlich das ausleben konnten, was wir davor nicht ausleben konnten, nämlich einfach mal nicht zu dritt irgendwo hinzugehen, nicht zu dritt irgendwie alles machen zu müssen, nicht alles im Team entscheiden zu müssen, sondern einfach mal seinen eigenen Flash, dass man, was man selber machen will, einfach mal durchsetzen zu können, einfach so machen zu können. Du wolltest jemanden, der dir zuhört, jemanden, der zu dir steht, jemanden, der immer da ist, jemanden, der mit dir geht. Natürlich, wie es aber halt immer so ist, hat man dann natürlich wieder das andere vermisst, dieses irgendwie als Team zusammenzuarbeiten, als Team irgendwie viel mehr Kraft und viel mehr Power zu haben, um an Tracks zu arbeiten, Verantwortung wieder zu teilen, sprich irgendwie sich zusammen hinzusetzen und zu überlegen, ist der Beat jetzt geil genug, muss man da noch was machen, Texte, Ideen, alles, also einfach dieses Teamwork. Cut.
Aber wie wir also sind, war es ja doch so, dass wir nicht so naiv daran gegangen sind und gesagt haben, okay, wir haben uns jetzt 2 Jahre nicht gesehen, mehr oder weniger. Wir machen jetzt einfach mal ein Album, sondern einfach erstmal versucht haben abzuchecken, können wir noch miteinander, haben wir noch dieselben Vorstellungen, so stimmt die Chemie noch, sind da noch Vibes, kann man zusammen arbeiten, haben wir dieselben Ideen oder befruchtet sich das Ganze überhaupt so? Und so kam halt die Idee, dass wir gesagt haben, okay, lass uns irgendwo hinfahren, wo uns niemand nervt, wo keine Handys klingeln, weil wir sie ausmachen können oder weil da eh kein Handynetz ist, kein Empfang. Wo irgendwie kein Alltag ist, wo kein Nichts, keine Freundin, kein Freund, kein Studio, keine anderen, also außer unser Studio und keine Fremdeinflüsse. Und sind dann halt auf Arm rumgekommen. Da hat jetzt ganz andere Durchgangsarten. Sind da halt hingefahren, haben unsere Sampler mitgenommen, unsere Rhymebooks und unsere Lieblingsplatten, alte wie neue. Sind da halt hin, haben uns eingeschlossen und haben halt erstmal angefangen zu stylen. Das ist Dennis. Er macht Beats. So sehen Dennis Beats aus. Okay, geht los. Oh Gott! Oh Gott! Es tut sich da hervor. Vor allen Dingen, es ist noch festgefroren. Das ist das Ding. Nein! Es ist ein Mädchen. Es ist ein Mädchen. Hast du Hunger? Hier ist ein leckeres Darmeis. And now, letzten Endes waren wir, glaube ich, über 2 Monate da mit kurzen Unterbrechungen und haben bis auf die Erkenntnis, dass wir das, was wir machen wollen, noch nicht machen können. Und ein paar ganz gute Textideen, nicht so richtig viel mitgenommen. So. Ja, so sieht es aus, wenn die Beginner Beats machen. Das ist so das Nebenequipment und das Hauptequipment steht da an der Wand. Daniels Schlagzeug. Das hat uns quasi den Hals gerettet hier auf Amon. Eine seiner 80 korrekten Rap-Outfits mit passenden Schuhen und Hose. Was denn? Was willst du denn? Tasche da drin. Da drin, ne? Da ist mein Dodge Charger zum Aufpusten. Das richtige Machen an diesem Album ging halt erst nach Amrum los, als wir wieder hier waren, in unseren Studios. Ein Dreivierteljahr haben wir jeden Tag gestylt in Hamburg. Jeden Tag. Bis jetzt vielleicht auf meinem Sonntag oder so, aber und immer wieder und verworfen, egal ob es die Beats waren, die Texte oder wie es eingerappt war oder wie es aufgenommen, egal was, wir haben auf jeden Fall nur trainiert, ein Dreivierteljahr. Yo man, come on, start mal, wir sind gleich da, okay, was, das kann alles nicht wahr sein, alles liegt in Scherben, so wie ein geköpftes Sparschwein, da müssen niemand durfte irgendwas hören oder so, wir waren halt voll wegen diesem Bambule-Stein, den wir so auf den Schultern hatten und wir wussten, wir sind noch nicht am Start. Ich glaube gerade auf Mads Quatsche. Komm mal, start mal, wir sind gleich da. Und check die Mailbox, es kann alles nicht wahr sein. Alles liegt in Scherben, so wie ein geköpftes Sparschwein. Da müssen wir jetzt durch, auch wenn uns das nicht gefällt. Ey, armer den, der ist ja fast wie bestellt. Der Leierkastenmann da mit der Warze im Gesicht, Mann. Der sieht jetzt auch noch die Moral von der Bach. Von dem Moment an, wo wir so die ersten 1-2 Dinge hatten, nach einem Dreivierteljahr, die wir geil fanden, also Demos, die wir weggepackt haben und uns wieder angehört haben, an dem Moment, da ging es echt dann so basch, basch, basch. Und da ging dann auch auf einmal auf, wieso wir wieder so lange gestylt und gefeilt haben. Weil wir, dann hatten wir noch da das über, so den Beat, genau. Da den Text, das haben wir zusammengepackt. Oh, das passt ja derbe, noch ein Track. Und das, dann ging es echt so flutsch, flutsch. Irgendwie waren wir wieder in so einer Routine, aber in einer positiven drin und haben das echt durchgerockt. Das letzten Endes ein Track, so eine Art Hörspiel. Und wir labern die ganze Zeit auf Mads Anrufbeantworter, der in seiner Wohnung pennt. Und wir haben einen Tag, den schrecklichsten Tag unseres Lebens, in dem wir scheitern. Letzten Endes im Knast landen, weil die Steuer uns sucht und wir die Steuern nicht mehr bezahlen können. Das totale Ende, Fiasko, keine Chance, alles aus. Böse, böse, schlimmes Ende. Ah,
Aber das kann man auf jeden Fall bringen, weil danach kommt ja, dieser Scheiß. Der Sänger, der sich auch nur anhört wie eine Frau, weil er so hochgepatcht ist, weißt du? You never can fly! Ja. Also das lief dann halt eine Zeit lang sehr gut irgendwie. Wir haben irgendwie das erste Mal so ein paar Perlen gehabt, so ein paar Tracks, die halt da waren. Und wir wussten, okay, da geht was irgendwie fertig arrangiert, beat geil, irgendwie hier und da heftig. 333 Meter pro Sekunde schnell. Was sehen sich ihrem Weg aus Studios und die Band. Und haben uns halt überlegt, okay, was können wir jetzt noch machen? Jetzt haben wir halt alles getan, was man im Vorfeld machen kann. Was können wir jetzt noch tun, damit das irgendwie wirklich richtig derbe wird? Und haben uns halt überlegt, okay, soundmäßig sollten wir mal vielleicht neue Wege gehen, vielleicht mal in so ein Studio gehen, wo richtig was geht mit einem 1-Million-Marks-Pult und noch hier ein Engineer und noch da der Kompressor und einfach so die fettesten Geräte und Equipment und sowas und versuchen irgendwie aus dem, was wir jetzt halt gemacht haben, irgendwie nochmal irgendwie 100% irgendwie zu machen. Kann ich? Ja. Wein doch nicht. Wein doch nicht. So sieht's aus. Wozu der ganze Schwermut? Hör lieber zu, blick nach vorn, fühl dich sehr gut. Das war auch alles derbe erst. Waren da 3 Wochen drin, haben tierisch viel Geld ausgegeben, jeden Tag irgendwelche Stücke gemischt und fanden das da auch derbe geil, weil es da auch geil klang. Und sind dann mit diesem Gefühl, ja, ist ja geil, weil es im Studio geil klang, nach Hause gegangen und haben uns halt eingebildet, dass es zu Hause auch geil klingt. Denn hinter allen Fassaden auf Sarkasmus und Ironie ist das Leben gar nicht immer so bitter wie Chicorée. Auch wenn ich jetzt immer seit Kontakten zu leben hätte, würde ich euch was Gutes erzählen, da mach ich. Nach einer Woche ungefähr, nachdem ich mir das so ein paar Mal angehört hatte, war schon irgendwie unterbewusst klar, irgendwas stimmt nicht, die Tracks sind nicht so geil, aber ich wollte es für mich nicht wahrhaben. Ja, finde ich super, aber meint ihr nicht, dass irgendwie 1000 Euro am Tag ein bisschen teuer sind in der Studie hier? Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall war es halt so, dass wir tierisch viel Kohle ausgegeben haben und tierisch auf die Schnauze gefallen sind und eine Erkenntnis gemacht haben, wie die Jahre zuvor halt auch. Nämlich die, dass wir als Schuster bei unserem Leisten bleiben wollen. Also sprich einfach, dass es im Hip-Hop nicht Not tut, einen 1-Million-Marks-Pult zu haben oder das derbste Equipment hier zu haben und hier den geilsten Kompressor und da das geile Pult und hier die tollen Boxen. Also man braucht nicht irgendwie Dr. Dre und sein Pult, sondern man braucht eigentlich nur einen Scheiß und seine Ideen. Produktionsphasen bei den Beginnern habe ich inzwischen ein gewisses Phlegma entwickelt. Ich fange eigentlich erst dann an, drüber nachzudenken, oder wir fangen eigentlich erst an, drüber nachzudenken, was man macht, wenn diese Platte fertig ist, wenn dieses Band auf dem Tisch liegt. Hallo! Schauen im Dunkeln, das wird wahrscheinlich noch Stadterfans. Und du bist vorn, die Atom, Zorn und Dance. Das ist Partystimmung, mein Gott sei Dank, du packst dir das. Und seit neuestem hören die Deutsch rappende Tanten zu steigen. Auch nach Deutschland im Dunkeln ist die Sechserpackung Giga. Die Tüte mit Videos voller Sex und Akonella. Eine Menge Flachmänner, ein paar Waffenfachleiter. Spieß und seine Hand, feuern auf die Oberbombe. Während dieser ersten Hype-Phase da und den ersten Festivals, die wir dann auch gespielt haben, die halt so für uns auf jeden Fall legendär waren, weil wir wussten ja die ganze Zeit noch nicht, wie wird das Ganze ankommen, was wird gehen, sind wir live noch am Start für die Leute, wie nehmen die uns auf, und dann waren wir echt in einer Woche erst beim Hip-Hop Open und dann beim Splash-Festival, bevor die Platte eben rauskam,
waren beide mal der Headliner, glaube ich, und das waren echt die derbsten Konzerte, die wir gegeben haben. So. Also für uns einfach 15.000 Leute, die durchgedreht sind und die vor allem auch auf die neuen Sachen durchgedreht sind. Die konnten es noch nicht kennen, das. Also da war gerade Freude mit dem Video draußen, ja. Und ich meine, ein Drittel der Show war unbekannt. In dem Moment war egal, ob wir, wie viel wir jetzt unbedingt verkaufen, weil wir hatten diese Steine, die wir hinten hatten, waren einmal wir selber, dass wir das gebacken kriegen. Das, der Stein war runter, weil wir wussten das. Dann kamen die ersten Sachen in die Fäule, war glaube ich in beiden Hip-Hop-Magazinen maxi des Monats und so, und das ging derbe ab. Und der zweite Stein war dann auch weg, weil wir wussten irgendwie da, das, also von den Kritikerleuten ist das halt immer noch am Start. Und dann kam eben das dritte, die Leute und live. Und das war halt so. Wie der Stein runtergefallen ist, das muss auf jeden Fall so laut gewesen sein. Weiß ich auch nicht, ey. Das war auf jeden Fall das Krasseste. Ja. Dieser Platz-1-Faktor, so der war eigentlich unwichtig. Ja. Also das war ein geiler Flash, weil wir nie irgendeinen Preis für irgendwas bekommen haben. Aber ansonsten war davor schon klar, dass wir irgendwie, oder den Erfolg gefeiert haben wir schon 3 Monate, bevor das Album rausgekommen ist. Eins war auf jeden Fall richtig derbe, aber ich glaube, das Hip-Hop Open und Splash in einer Woche, das war fast noch derbe. Das Absolut ist verschwunden. Ansonsten herrscht aber auch wahrscheinlich die betroffene Erkenntnis vor, dass es nur mit lebenslangem Lernprozess geht und in diesem ist man ständig ein neuer Beginn. Das sind meine Jungs einfach, die bestimmt viel von mir gelernt haben, bewusst oder unbewusst, aber die mittlerweile so viel auf die Beine gestellt haben, dass ich auch wieder was lernen kann. Und das, da schließt sich der Kreis, 360 Grad, das ist ein gutes Gefühl. Was hast du zu erzählen, MC? Was machst du für Beats, DJ? Wenn du da deine Handschrift hast und wenn du da auch eine Haltung oder eine Denkart transportierst, aufhalten kann dich keiner. Musikalisch, wie gesagt, haben wir denen echt alles zu verdanken. Also viel bis alles. Style. Diese Band hat Style. Punkt. Vielen Dank. Und jetzt kommt die Zucker. Vielen Dank. Vielen Dank.